Schlagerstar macht Auszeit. Helene Fischer verärgert ihre Fans. Auf ihrem Instagram-Account, den sie sonst regelmäßig mit neuen Fotos füttert, war sie am 13. Januar zum letzten Mal aktiv. Ein Foto mit Sänger Andrea Bocelli ist das letzte Zeichen der Schlagerkönigin. Bei Facebook herrscht seit ihrem letzten TV-Auftritt bei den Schlager-Champions ebenfalls Ruhe. Für einige treue Anhänger der 34-Jährigen offenbar ein unzumutbarer Zustand. In den sozialen Medien macht sich teilweise großes Unverständnis breit. Kreative Pause bedeutet auf der Bühne, aber wohl nicht der Kontakt zu den Fans, mit Kindern, dummen Menschen und Rentnern macht man Kohle. Oder sind dir die Fans so viel wert oder brauchst du sie nicht mehr? Egal, ob dein Liebesleben völlig durcheinander ist, aber nichts mehr von sich hören lassen, geht gar nicht, heißt es dort. Vereinzelt zeigen Fans aber auch Verständnis für die Auszeit der Ex-Freundin von Florian Silbereisen. Das Paar gab im Dezember ihre Trennung bekannt. Liebe Helene, bitte lass die wohlverdiente Pause nicht allzu lange ausfallen, beziehungsweise melde dich einfach immer mal wieder kurz, damit die Entzugserscheinungen nicht zu groß werden. Und egal, wie lange es dauert, bis du wieder am Start bist, wir, deine Fans, halten dir die Treue. Helene Fischer kündigte Auszeit an. Die deutsche Schlagersängerin hatte für 2019 eine Pause angekündigt. Nach den stressigen Touren wolle sie mal wieder Zeit für sich nehmen, sagte sie kürzlich. Ihr Vorhaben scheint sie nun in die Tat umzusetzen, zum Leid ihrer treuen Fans.